Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bandle Tale. So, wir stehen jetzt hier und sind bereit für eine Imbissbude. Einfach so, oder? Einfach so? Machen wir mal. Wir haben eine Hitzeaura, alles ist bereit. Los geht's. Das wird ganz toll. Das wird super klasse, oder? Seht ihr auch so. Guck mal, da ist doch schon jemand. Hi. Oh, da kommen aber ein paar. So. Noch eins. So. Nein, 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 nein. Nein, stell's ab. Oh. Du willst so ein und noch ein. Das klappt doch diesmal einwandfrei. Okay, und du willst ein Ei. Gut, dass wir gerade so genug dafür hatten. So, dann ist immer unser Imbiss fertig. Bitteschön. Das war unser perfektester Imbiss überhaupt. Ja! Wir kriegen 6 Sternchen dafür. Tatsächlich schon. Ich baue eine geheime Festung, was? Dafür brauche ich Holz und wiederverwerteten Schrott. Ich kümmere mich darum, was? Was ist da gerade passiert? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Das war doch ein ganz netter Imbiss. Da bräuchten wir jetzt, ja, diese andere Matschepampe, die wir nicht machen können. Beinahe perikulöse Pastete. Sehr interessant. Seit wann können wir das machen? Egal. Warte, können wir das machen? Lass mich mal einen Regenbogen einmachen. Tatsache, das geht. Wir essen das jetzt. Wunderbar. Das war richtig gut. So, da ist jetzt leider kein Dingens mehr drin. Aber das war richtig gut. Nicht verkehrt, okay. Als wüsste ich, was ich hier gerade mache. Leider mal wieder nicht so ganz genau. So, das war schon mal nicht verkehrt. Jetzt, oh, wir haben 55. Wir haben 55. Wo wollten wir uns das denn kaufen? Oh, wir schaffen es. Wir kommen zumindest auf die ersten 15 Punkte. Wir kommen auf die ersten 15 Punkte. Kann ich das jetzt einfach so mitnehmen? Es ist alles schlimm. Ja, ich kann das jetzt einfach mitnehmen. Wir holen uns jetzt diesen Arm. Wir holen uns den Arm. Einfach, weil ich Bock habe, weil ich diese blöde Vorlesung halten möchte. Weil uns das ein paar Punkte gibt. Weil das extra Punkte sind, für die ich nicht sonderlich was anderes machen muss. Also holen wir uns das gerade alles. Genau, wir müssen dafür hier rüber. Wer hatte das denn gehandelt? Wer hatte das denn? Hattest du was? Nee. Wer hat gehandelt? Das können wir nicht... Konntest... Nur du warst auch nicht? War das er da unten? Lass mich mal... So, das kann ich jetzt nicht mit meinem Instrument. Schnappkiefer. Das gibt halt auch nochmal Punkte, ne? Aber das hat jetzt nicht mehr so viel. 10. So, das ist jetzt kaputt gegangen. Das ist okay. Wir haben ein paar Punkte dadurch gemacht. Warte mal, wo muss ich nochmal... Was war das hier?
Okay. I see. I see. Wir mussten... Hier. Hattest du gehandelt? Wer war das nochmal? Wer bist du? Niemand. War ich hier schon mal? Offenbar nicht. Das ist die Kiste. Ja. Wie die Kleinen wohl heißen. Die haben bestimmt einen Namen. Die sind so süß. Na gut, nehmen wir mit. Ist jetzt nicht so berauschend, krass, cool, enorm. Was kann man hier angeln? Kennens Wurfstern. Interessant, tatsächlich. Bei wem? Wer hat denn jetzt dieses... Wer hatte das gehandelt? Das war 100 pro hier. 100% konnte ich das hier bekommen. Hier waren die zwei. Die haben wir nicht gebraucht. Ich würde gern handeln. Lass mich handeln. Handeln, 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 handeln. Ich will doch nur handeln. Mit wem? Hm. Was, was? Ich dachte, da wäre irgendwas. Du. Ja. Ich nehme das. Und wir nehmen einmal das. Eine, ja. Nee, eins. Okay. So. Dann gehen wir wieder. Dann war das alles, was wir hier wollten. Fürs Erste. Tschüssikowski und so. Warte, hier ging es gar nicht zurück. Ah, hier ging es nicht zurück. Da ging es zurück. Okay, zurück. Okay, wir sind wieder hier. Wir sollten auch noch mal schlafen, bevor ich die Vorlesung halte. Ich brauche so viel Zeug und... Ach, Gottchen. Es ist so schwer, an alles ranzukommen. Aber es wird schon irgendwie alles passen, oder? Hoffentlich. So, einmal kurz hierher. Schnell die Punkte. Wir sind jetzt bei 14. Das ist gut. Wir brauchen aber noch 11 Stück extra. Wo kriege ich 11 Stück extra her? Ich brauche mehr Auren. Ich hoffe, wir finden einfach noch irgendwo anders die Notenauren. Ich bräuchte einfach eine Note. Mehr ist es gar nicht, was ich haben möchte. Es ist eine Note. Es ist so schwierig. So. Oh, jetzt habe ich natürlich nichts dabei. Ein Stein und so ein Ding. Okay. Einen Stein. Nein, das war das... Oh Gott, hier. Warte, hä? Haben wir gerade... Wir haben nichts. Wow, dass das mal passiert. Machen wir mal drei. Ach, das ist alles so ein Ding, ne? Ich sag's euch. Wir machen dann mal zwei. Ja, dann können wir noch mal 6 Haken herstellen. Machen noch mal 2 von denen. 2 von denen. Und dann einen Stein holen wir hier raus. Dann passt's. Upsala. Ein Stein. Sehr schön. Das läuft doch, das wird. Wie gesagt, ich versuche mich jetzt, soweit ich kann, an die Quests zu halten. Soweit ich kann. Ich kann euch nicht sagen, wie weit das ist. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Oh, das gibt aber auch noch mal ein paar Punkte, ne? Das ist auch nicht verkehrt. Wir sollten öfter Dinge machen, die wir nicht so oft machen. Upsala.
Ah, das gibt auch nochmal gut Punkte. Also Sachen herstellen ist auch nochmal ein Ding. Vielleicht mache ich das auch zwischenzeitlich nochmal. Einfach damit wir mehr Punkte bekommen. Aber wir können jetzt erstmal die hier machen. Das gibt uns nochmal... Ach, das war jetzt einfach. Ich... Okay. Wir haben jetzt 19 Punkte. So, und da brauchen wir jetzt halt... Ach, was war... Warte. Wo konnten wir das herstellen? Lass mich nochmal gucken. War das auch hier? Wo konnte ich das machen? Doch, wartet. Lasst mich schauen. Wo haben wir das gelernt? War das hier? Nee, es war hier. Ah, so ein Blatt. Hatten wir so ein Blatt nicht schon mal gesehen? Hatten wir kein so ein Blatt schon mal gesehen? Das ist jetzt die Frage. Ich muss wirklich zwischendurch nochmal gucken gehen, ne? Aber erst einmal werde ich das hier jetzt freischalten, die Gusspresse, damit wir dann dahin kommen. Richtig? Richtig. Und dann können wir als nächstes hier rüber gehen. Wir brauchen 11. 11 Stück. Wenn ich jetzt wüsste, ne? Das ist halt das größte Problem. Wir brauchen auch dieses Blatt. Wir brauchen eigentlich diese... Ach. Wir brauchen so viel. Wir brauchen das da. Wir brauchen das hier. Das ist auch eins der nächsten Dinge, die wir holen. Und dann hoffentlich bringt uns das was. Hoffentlich bringt uns das was, dass wir dann die Auren herstellen können. Wenn wir dann wieder irgendwas brauchen, was wir nicht herstellen können, dann fange ich an zu weinen. Das ist alles schrecklich. Alles schrecklich. Aber ja, dann haben wir das. Jetzt ist die Frage, wir könnten jetzt auch noch mal eine Party veranstalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein Ding ist. Gießerei, Werkbank, Kakaobrunnen, das geht halt alles noch nicht, ne? Das geht halt alles noch nicht. Ah, das sollen wir machen. Warte mal, das kriegen wir hin. So, machen wir das. Dann haben wir die Quest. Dann vielleicht kriegen wir dafür auch ein paar Punkte. Nö. Doch, 3. 3. Oh, 8 Sternchen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay, warte, das machen wir. Da kriegen wir. Oh, dann können wir vielleicht uns ein neues Deko-Set kaufen. Wäre das nicht cool? Oh. Sehr gut. Und dann schauen wir, ob wir eine Party steigen lassen können. Die kann ich hier halt nicht machen. Müsste ich das Ding woanders hinbringen. Da finden wir bestimmt auch einen Ort, wo wir es hinpacken können. Wo ist Plumbo? Ist der hier auch irgendwo? Ja. Ich habe dein Zeug. Bitteschön. Hier sind das Holz und der wiederverwertete Schrott für dein geheimes Fort. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast mich darum gebeten. Ah, verstehe. Ist jedenfalls ein Geheimnis. Hier. Und du hast mich nicht gesehen. Ja! Oh nein. Oh, please. Wir haben das ja auch bald schon geschafft. Hört auf damit. Ich kann damit nicht umgehen. Jetzt haben wir... Okay, das ist, wie gesagt, ganz, ganz weit weg. Ja, jetzt brauchen wir Auren. Auren und eine Gießereiwerkbank. Aber erstmal gehen wir hier hin. So, wir haben... Uff, wir haben 15. Ein Corki-Hausset Lulu. Da gefallen mir die Farben und dieses Feen-Thema, was man da jetzt zumindest in diesem kleinen Viereck sieht. Rumble. Timo sieht halt auch süß aus mit dem Pilz, ne? Tristana. Vega. Yumi ist auch interessant. Bandelzentrum, Garnstadt. Faulpelzbucht klingt auch schön. Da wird es schon wieder ein bisschen günstiger. Genau, Heimerdinger. Das holen wir uns auch irgendwann. Einfach so. Habt ihr Lust, dass ich mir das von Lulu hole?
Timo ist bestimmt auch schön. Da ist es jetzt so, was nehme ich eher? Timo oder Lulu? Ich weiß halt wirklich nicht, wie die aussehen. Aber es gibt jeweils dieselben Sachen an Deko. Ich bin... Ja. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss mir die Charaktere mal ansehen. Gib mir eine Sekunde und ich gucke mir nur die Charaktere zu den Sets kurz an. Einen Moment. Okay, ich bin wieder da. Ich habe geguckt. Und, es wird Lulu. Wir holen uns jetzt das Set von Lulu. Auf geht's. Und, weil wir jetzt 5 über haben und weil ich ein Geier bin, will ich jetzt noch Heimerdinger haben, weil ich Heimerdinger mag. Bumm. So. Erledigt. So. Haben wir jetzt hier was Neues? Wir müssen mal gucken. Ich glaube ja gar nicht, oder? Lila Prisma, immergrün. Ich glaube, da war nichts Neues. Honigfarbe. Lulu, doch. Das war Lulu. Ist auch so bärig, ne? Schön. Ich bleibe aber in dem Fall trotzdem bei meinem gelben Häuschen, weil gelb. Nichts geht über gelbe Farbe. So. Das war falsch. Was können wir jetzt hier machen? Kleiner Teppich. Und das gibt uns ja auch alles nochmal Sachen, richtig? Sehe ich das richtig? Warte, wir machen mal. Nein, hol das raus. So. Falscher Knopf. Also, wir können einen kleinen Teppich machen. Und, upsala, ich drücke die falschen Knöpfe. Nochmal ovale Fenster machen. So, Wandfarben. Oh, das ist schon schön, oder? Ja, die Farbe sehe ich. Upsala. Wandmuster. Oh ja, so. Ja. Boden, da haben wir jetzt gerade noch nichts. Bett, da können wir jetzt Heimerdinger noch nehmen. Oh, süß. Oh, das ist auch schön. Und, okay, ja. I'm sorry, aber ja. Schlafzimmer-Deko. Da haben wir jetzt noch Heimerdinger. Ah! Okay, auch mit so einem kleinen Busch. Oh, wie süß das ist. Und Lulu? Pflanzen. Och Mann, wieso ist Lulu ist wirklich ein schönes Set. I'm so sorry. Wir nehmen das. Oh! Ja. Alles, ja. Ja. Ja zu allem. Da passt er jetzt halt auch irgendwie so schön hin, gell? Dieses kleine Bienchen. Komm, wir machen mal zur Abwechslung das kleine Bienchen dahin. So, dann haben wir jetzt erstmal... Oh, schön. So langsam tut sich hier doch was optisch. I love it. I'm so happy about this. Okay. Wir haben 8 Stück. Wir brauchten jetzt 1 davon, gell? Richtig? Ja. Und dann gucken wir da nochmal, was das bedeutet. So, wir können schon wieder Sachen wegräumen. Wir haben auch viel zu viele Blätter mittlerweile. Ach du je. Papiertüte? Was machen wir mit einer Papiertüte? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir sind wieder bei 10 Punkten. Wir sind bei 10 Punkten. Es läuft nicht ganz schlecht. Da finde ich die sogar, glaube ich, schöner in dem Fall. Wir bleiben bei denen. Ja. Ja. Und das war es erstmal hier, gell? Och, das ist so cool. Fast alles haben wir jetzt im Lulu-Stil. Ich hätte halt gern Boden. Wir haben jetzt zwar... Ich finde es schade, dass es keinen Boden gibt. Bin ich ganz ehrlich. Ich hätte gern neuen Boden. Es ist sehr doof. Wo kriege ich denn neuen Boden her? Hat hier irgendwer Boden dabei? Irgendwer muss doch hier Boden dabei haben. Was ist eigentlich damit gemeint? Mit der Couch und sowas. Da schalten wir noch mehr. Ja, stimmt, wir müssen. Ah, ja klar.
Aber hat irgendwer Boden? Ich will gerade noch mal gucken. Ich sehe jetzt gerade noch nichts. Ist immer dasselbe, ne? Teppiche? Da! Da, doch, da. Warte mal. Ah. Okay, fürs Bandelzentrum gibt es einen Boden. Für Garnstadt, Insel der Inspiration, Gadgeton, Grünsprossheim. Und das war's. Okay, für die großen Orte gibt's Böden. Okay, da muss ich mich da als nächstes entscheiden. Dann nicht von den Charakterdesigns her, sondern... Okay, I see. Aber wir müssen ja dann auch... Wo war das denn jetzt? War das hier? Große Hausaufwertung? Ja, wir brauchen da nämlich schon wieder... Das ist hier hinten dann. Da können wir... Ja, da sind dann... Da ist dann die Couch abgebildet und die Banner. Dann können wir noch mehr... Dann können wir noch mehr dekorieren. Das wird super. Fortgeschrittene Festivals brauchen wir auch für irgendwas. Ausgezeichnetes Jordelfest. Okay, das brauchen wir dann. Uff. Das ist dann das, was wir brauchen, ne? Na gut, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder 10 Punkte erreicht. Wir müssen jetzt versuchen... Oh, wie schön das hier ist mit dem Fenster jetzt. Also ich versuche jetzt noch ein bisschen Sachen zu craften vielleicht einfach. Ne? Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Das kann jetzt hier rein. Das kommt hier rein. Das packen wir jetzt auch mal hier rein. Das können wir alles mitnehmen. Das bleibt alles bei uns. Wir fangen mal an, Blätter hier reinzuwerfen. Dann können wir das hier noch wegräumen. Das passt. Genau, dann machen wir einmal noch kurz den hier auf. Flop! Packen hier noch in die Kiste rein. Aber das wollte ich nicht. Das war falsch. Ich wollte das und das. Sehr gut. Dann ist unsere Tasche wieder leer. Was ich jetzt noch kurz gucken wollte, weil ich vergesse es sonst. Oh, her damit. So, wir haben alles verkauft, was wir verkaufen wollten. Wir haben jetzt nichts mehr zu verkaufen da. Wollte ich hier gerade? Ja. Wegen dem einen Werkzeug. Das hier, ne? Okay, da bräuchten wir noch mal... Uff. Und noch einen Käfer. So. Nämlich den hier. Genau. Wir sind bei 10 Punkten. 5 Punkte fehlen uns. Die kriege ich bestimmt zusammen. Oder sind es wirklich nur noch 5 Punkte? Ja. Dann haben wir die Gießereiwerkbank. Wir könnten jetzt... Aber könnten wir jetzt schon die Gusspresse machen? Die habe ich voll vergessen. Gusspresse, Gusspresse. Ja! Die können wir schon machen. Soll ich? Ich kriege ja, wenn ich es wieder abbaue, alles wieder zurück, richtig? Uff, ist das Ding riesig! Das ist so groß! Wir müssen unbedingt auch gucken, wo war das denn jetzt nochmal? Wir können doch irgendwo die Größe von Teppichen auch. Ne, irgendwie... Wir müssen auch das unbedingt mal machen, das Fortgeschrittene wiederverwerten. Das ist bestimmt auch wichtig. 100% ist das wichtig. Werkbankteppich hier. Wenn wir die Gadgeten-Quest gemacht haben, dann können wir den Werkbankteppich nämlich auf Stufe 2 bringen. Ich glaube, das wäre auch nicht ganz verkehrt. Für was habe ich das jetzt gemacht? Ah ja, ich wollte... Okay. Oh, wo war das denn jetzt? Da muss ich noch mal gucken. Aber wir können Flummis herstellen. Okay, damit können wir Flummis herstellen und die sprießende Kugel. Ich weiß gar nicht, wo wir das herbekommen. Haben wir das Werkzeug? Nein. Das haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Doch. Da. Das haben wir nur noch nicht gemacht. Das hat uns jetzt auch nochmal Punkte gebracht. Wir sind bei 11 Punkten. Es ist so ganz langsam läuft's. Ich würde nur vielleicht gerade nochmal was umstellen. Nur ein bisschen umstellen. Und zwar... Nein! Ah! Nicht wegpacken! Stopp! Umstellen! Umstellen! Bewegen. Und zwar packen wir das kurz dahin.
Das packen wir jetzt hier. Und dann kommt das hier mal ans untere Ende. Und das kommt jetzt hier hin. So. Oder? Es ist schon echt voll hier. Wir können das Ding halt am Ende noch wegräumen. Dann haben wir noch mal zwei Plätze mehr. So, dann haben wir jetzt hier noch ein Werkzeug. Es läuft doch jetzt ein bisschen besser heute, oder? Also die letzten zwei, drei Folgen. Auf jeden Fall ein bisschen nicht ganz so verwirrt wie sonst. Trotzdem verwirrt. Das werde ich nicht abstreiten. Wir wollten vielleicht noch eine Party machen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Warte. Stimmt, wir warten jetzt noch auf den Käfer? Upsala. Oder ich warte. Sagen wir, ich warte auf den Käfer. Bis zur nächsten Folge. Dann stellen wir uns noch das Werkzeug her. Ich guck mal, ob ich noch an ein paar Punkte komme bis zur nächsten Folge. Aber dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann!